Mütze hier, Jecken da. Ob in Köln, Mainz oder anderswo, die Karnevalssaison wurde traditionell begrüßt. Feierlaune pur, der Alkohol fließt. Die Kehrseite, Sanitäter und Polizei im Dauereinsatz. Also wir haben ganz viel mit Stürzen zu tun, dass Leute fallen. Wir haben Erschöpfungen, es ist kalt, die Leute sind sehr früh hier, feiern, tanzen, genießen den Karneval. Und es gehört auch zu unseren Aufgaben, die Liegenbleiber, also die zu viel Alkohol getrunken haben, in unsere Obhut zu nehmen. Nicht immer blieb es friedlich. In einem der Sanitätszelte musste ein 22-Jähriger von einem Kabelbinder befreit werden. Ein Unbekannter hat ihm in Köln von hinten das Plastikband um den Hals gelegt und fest zugezogen. Bei den Ermittlungen zu der Tat schilderte ein Sanitäter einen ähnlichen Vorfall und zwei weitere Fälle werden geprüft. Die Polizei verweist auf ihrem Twitter-Kanal darauf, dass es sich hier um eine ernstzunehmende Straftat handelt, gewertet von gefährlicher Körperverletzung bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt. Deshalb suchen die Ermittler weitere mögliche Opfer und Zeugen. Bis zum späten Montagabend sprachen Einsatzkräfte in der Domstadt über 80 Platzverweise aus. 30 Personen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Es gab Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung und Sexualdelikten.